Ich heiße Aline Bergmann, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe seit 2014 meine Hundeschule, Bots Dog Service, und ich bin meistens bei den Leuten zu Hause unterwegs, da wo auch die Probleme mit den Hunden entstehen. Ich empfehle jeden, eine Hundeschule zu besuchen, egal ob er schon 1, 2, 3 Hunde vorher hatte und schon 30 Jahre Hundeerfahrung hatte, weil wir in der Hundeschule nicht nur den Hunden Sitz und Platz beibringen, sondern auch gerade in der Welpenzeit Alltagstauglichkeit trainieren. Wir gehen in die Stadt, wir gehen in den Wildpark, wir üben Geräuschetraining und auch gerade der Umgang mit anderen Hunden. Was mir häufig aufgefallen ist, was viele Hundebesitzer in den ersten Wochen mit ihrem Hund falsch machen, ist, dass sie viel Wert auf Sitz, Platz und Abrufen legen. Ich finde, das ist sehr zweitrangig. Also der Hund muss nicht als erstes sitzen können. Ich finde so eine Sache wie Tauschen, wie ordentlicher Umgang miteinander, den Menschen nicht anzupöbeln, dass das viel wichtiger ist, dass man das dem Hund beibringen sollte und nicht erstrangig, ja, ein paar Tricks, sage ich mal. Ich habe Kunden, die sind schon seit 6 Jahren dabei, seit dem Welpenalter an, und ich finde es immer wichtig, dass man auch die Pubertät übersteht, dass man nicht nur 10-mal am Anfang kommt oder nicht nur die ersten 2, 3 Male, bis man jedes Thema einmal hat. Gerade in der Pubertät, da wo sich gerade meine Hündin befindet, werden die Karten nochmal komplett neu gemischt und man muss vieles nochmal neu rausholen. Und da sollte man wirklich am Ball bleiben und vieles auch aus der Welpenzeit nochmal wiederholen, dass man den Rest des Hundelebens auch mit seinem Hund noch viel Freude hat. Die Grundausstattung für Hunde ist ganz unterschiedlich. Man kann natürlich anfangen mit Leine, Halsband und ein Hundebett. Das ist so das Standardmäßige, was man braucht. Aber heutzutage bietet der Handel ja so viel an, dass man schnell dazu neigt, sich noch Spielzeug zu kaufen. Da kann man sich wirklich mittlerweile so doll ausleben, dass man wirklich bei schon 50 Euro anfangen kann oder halt auch, wenn man es etwas hochwertiger und komfortabler haben möchte, schon bei 500 Euro landen kann. Wenn man sich einen Hund anschafft, kann man wirklich damit rechnen, dass man sich für die nächsten paar Wochen einen Säugling ins Haus holt, der wirklich viel Aufmerksamkeit braucht, der viel runtergehen muss, dem man erstmal viel erziehen muss, wo man erstmal viel vermitteln muss, was er darf, was er nicht darf. Ich bin ein Fan von sinnvoller Beschäftigung. Das ist auch in meiner Hundeschule oft ein wirklich wichtiges Thema für mich. Man kann sich natürlich im Laden für den Ball entscheiden und sich auf der Wiese stellen und 10 Minuten den Ball werfen, was aber leider überhaupt keinen Nährwert hat, weder für den Hund noch für die Bindung zwischen Hund und Mensch. Ich bevorzuge zum Beispiel gerne Dummyarbeit. Der Beutel wird versteckt und der Hund muss den suchen. Er benutzt in der Zeit seine Nase, benutzt seinen Kopf und ist danach richtig ausgepowert und doch langanhaltend müde. Bevor man sich einen Hund anschafft, sollte man sich wirklich überlegen, ob man auch alleine die Haltung des Hundes noch gewährleisten kann. Was passiert, wenn man sich von seinem Partner trennt? Was passiert, wenn man plötzlich woanders arbeiten muss? Das sollte wirklich alles abgeklärt werden. Winke, winke, winke.